Also meine Tipps für die Akuthilfe sind auf jeden Fall, Ihre Mutter jetzt beauftragen, die Waschmaschine zu bedienen, weil ziehen Sie unbedingt an der Prüfung Ihre Lieblingsklamotten an. In der Lieblingsjeans, im Lieblingspulli geht es einem schon mal viel besser. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich jetzt am Wochenende hinzusetzen, aufzuschreiben, was für Lernerfolge habe ich denn alles schon gehabt. Sei es mein Hauptschul-, Realschul-, Gymnasiumabschluss. Vielleicht habe ich die Autoführerscheinprüfung schon bestanden, ist auch ein Lernerfolg. Und dann dazu aufschreiben, was für Dinge haben mir denn geholfen, das zu bestehen. Also ich konnte mich da gut konzentrieren, ich war motiviert, ich habe Durchhaltevermögen bewiesen. Vielleicht hat man auch beim Lernen auf die Prüfung eine Schokolade gegessen, dann nimmt sich dieses Stück Schokolade mit und schon ist man wieder im positiven Zustand. Noch ein weiterer Tipp wäre, sich ein sehr guter Spickzettel zu schreiben. Spickzettel sind eine super Sache, weil man konzentriert sich nämlich aufs Wesentliche. Aber natürlich sollten Sie diesen Spickzettel nicht benutzen, weil wenn Sie erwischt werden, ist auch wieder schlecht. Aber Sie haben komprimiert auf ganz wenig Platz das Wichtigste für Sie herausgeschrieben und Ihr Gehirn merkt sich das optimal. Eine Möglichkeit, sich auch noch zu stärken, ist die Thymusdrüse zu aktivieren. Die sitzt hier vorne auf der Brust. Man klopft sich einfach ein paar Mal und sagt dann so bestärkende Sachen wie ich schaff's oder ich kann's oder ich bin ruhig und gelassen. Immer wieder klopfen, 1-2 Minuten hintereinander und dann werdet Sie sehen, wenn Sie das mal ausprobieren, vielleicht auch jetzt schon, heute an diesem Wochenende, dass Sie ruhiger und gelassener werden und wirklich in Ihrem Kopf was vorgeht, dass Sie das schaffen. Und der letzte Tipp, am Dienstag beginnt ja die Prüfung, am Montag bitte nichts mehr lernen, lieber in den Biergarten gehen oder in eine Kneipe. Nichts mehr zu lernen, die Lernsachen dann wegzupacken, weil jetzt ist es eigentlich genügend und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Glück für die Prüfung. Sie schaffen das auf jeden Fall.